Hallo? Eine kleine kurze Message. Tatsächlich einfach nur mein Eindruck jetzt, mein Erleben gerade hier. Vor 4 Jahren war an ganz vielen Stellen am Camino tatsächlich noch überhaupt kein Internet verfügbar, teilweise noch nicht mal Netz. Jetzt hat man hier überall 3G oder wer dafür schon freigeschaltet ist, 4G. Tatsächlich stehen selbst hier in den kleinsten Dörfern abgelegen in Galizien diese Teile für 5G rum. Und wie gesagt, 3, 4G überall hier. Hätte ich nicht erwartet. WLAN in jeder Herberge war damals auch nicht so. Wenn überhaupt, das war noch nicht überall der Fall, dann war es auch nicht, ich sag mal, es funktionierte nicht so gut. Dementsprechend war die Strahlung mit Sicherheit auch geringer. Aber ich kann für mich jetzt einfach nur sagen, ich meine, da kann ich nur für mich sprechen, ich bin kein extrem strahlenempfindlicher Mensch. Aber wenn ich im Vertrauen und ich sag mal, in einem Gefühl von Geborgenheit einschlafe, dann habe ich überhaupt keine Schwierigkeiten. Ich meine, das heißt nicht, dass 5G harmlos ist, das will ich damit überhaupt nicht gesagt haben. Ich habe nur so gedacht, dass vielleicht tatsächlich auch einfach wir erstmal abwarten dürfen und nicht nur unsere Schwingung, sondern tatsächlich vielleicht auch wieder unsere Gedanken, unsere Einstellung eine Rolle spielen könnten. Auf jeden Fall wäre Angst sehr kontraproduktiv. Sollte es sich natürlich herausstellen, dass die Natur und so weiter und viele Menschen es wirklich nicht verkraften, dann muss man was unternehmen. Aber da habe ich das vollste Vertrauen in die Menschen, dass dann auch genug Menschen zusammenkommen werden und dass dann was passiert. Dagegen. Ja, und noch eine andere Sache, das ist auch nichts Neues, aber ich finde es immer wieder sehr spannend. Natürlich, wer wirklich in dieser Liebe und Hingabe an das Leben, in der Hingabe für Gott die Dinge tut, egal ob das nun dieser Camino, dieser spezielle Weg hier ist, ob das im Beruf ist, einfach in allem, was man lebt, was man isst, also ich meine, das ganze Sein. Natürlich ist das ein großer Unterschied, ob man es in der Hingabe tut für Gott oder eben einfach so. Aber hier auf dem Weg ereignen sich die Dinge für die Menschen, selbst wenn sie es nicht bewusst in der Hingabe für Gott tun, selbst wenn sie diesen Weg nicht in dieser Bewusstheit laufen. Viele laufen ihn in dieser Bewusstheit, aber natürlich jetzt auch nicht alle. Manche wollen auch einfach nur, sind auf der Suche. Letztlich sind sie ja auch auf der Suche nach dem Göttlichen in sich. Es gibt natürlich auch ein paar aus Asien, die es immer noch machen, weil sie dann bessere Karrierechancen haben, wenn sie all diese Wege gegangen sind und damit vorweisen können, dass sie Selbstdisziplin und Biss haben. Aber auch da darf man tolerant sein und im Vertrauen, dass sie hier sein sollen und dass es gut und richtig ist, dass sie jetzt hier diesen Weg gehen, ohne sie zu verurteilen, sie irgendwie nicht wertzuschätzen, nicht zu achten. Und es laufen im Moment auch, es gab das immer, dass viele Väter mit Söhnen diesen Weg gegangen sind, aber wirklich einige aus Asien, Japan, China, die vorher auch schon den buddhistischen Weg gegangen sind. Also in der Beziehung Vater-Sohn diesen Weg. Die Väter geben ihren Söhnen etwas mit. Das ist tatsächlich, glaube ich, bei manchen, ich hatte mich mit welchen auch unterhalten heute, noch wie eine Art Einweihung, ja, hin zum Erwachsenwerden. Also der Junge wird vom Vater ein Stück weit mit eingeweiht in die Erwachsenenwelt, wird zum Mann. Und das finde ich sehr, sehr schön. Also das hat mich heute wirklich gefreut.
das zu erleben.